Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist heute wieder mal Zeit für Vernasche die Welt. Und zwar heute das allerletzte Mal. Das allerletzte Mal Vernasche die Welt. Ich habe das Abo gekündigt, weil es wird ganz einfach Zeit für neuen Stuff hier auf diesem Channel. Es ist einfach Zeit. Wir haben jetzt fünfmal das Ding ausgepackt oder so. Und das reicht. Es kommt jetzt neuer Shit. Ich mache mal hier so eine kleine Umfrage rein. Bitte nehmt daran teil. Einfach oben draufklicken hier auf das i. Dann kommt ihr zu dieser Umfrage und dann helft mir mal bitte, was ich in Zukunft hier mehr machen soll auf diesem Kanal. Das wäre super nett, wenn ihr mir da ein bisschen behilflich sein könntet. Reicht hin mit der Laberei hier schon wieder. Also Leute, los geht's mit dem Unboxing. Dranbleiben. Viel Spaß. So, Jungs und Mädels. Dann wollen wir mal loslegen hier. Wow. Alles klar, Leute. Wir schieben das Teil wieder zur Seite. Ich bin gespannt, was für ein Land wir heute haben. Ich habe es diesmal tatsächlich geschafft, mich nicht spoilern zu lassen. Wir haben eine Postkarte, wo ich leider nicht viel zu sagen kann. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Es sieht ein bisschen asiatisch aus vom Style. Dieses Hochhaus kenne ich, aber woher ist das nochmal? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir haben jetzt hier den Zettel hier oben drauf. Und das ist Taiwan. Taiwan, Leute. Taiwan. Okay, ja, das ist wieder was Interessantes, weil da kann ich mir wieder überhaupt nichts drunter vorstellen, was es da für Süßigkeiten geben könnte. Wir schauen mal. Wir schauen einfach mal. Hier mal ein kleines Package. Was ist das für ein Shit? Das weiß ich nicht, was es ist. Kaugummi. Könnte Kaugummi sein. Es ist hypermäßig bunt. Und ich bin auch wirklich gespannt, was das ist. Und hier ist keine. Ach doch, das kann man easy aufreißen. Okay, dann zeig mal. Was ist denn das? Das riecht nach Joghurt oder so. Kleine komische Dinger. Sieht aus wie kleine Puzzleteile. Was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gehabt. Das ist eine ganz seltsame Konsistenz. So ein bisschen tatsächlich wie Schokolade schmilzt es so ein bisschen. Dann ist es aber auch zeitgleich wie so ein Kaubonbon. Und schmeckt sehr nach Milch. So nach Erdbeermilch, Schokomilch. Ja, so milchig. Also irgendwie ist das ein bisschen strange. Das ist super strange. Nee, das ist mir zu strange, Leute. Also kann ich nicht einkategorisieren, das Ganze. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall strange. Wieder von dieser Firma. Vielleicht, weiß ich nicht. Fettuccine, Gummi. Pfirsich-Gummiteile. Die riechen nicht schlecht. Die riechen wie diese Pfirsichringe. Schmecken auch wie diese Pfirsichringe. Das ist lecker. Das kann man machen. Eis, was ist denn das? Getrocknetes Eis oder was? So wie Astronauteneis. Was ist denn das? Ich glaube, das ist tatsächlich Astronauteneis-Style. Es riecht geil. Ja, das ist irgendwie schokoladenmäßig. Schmeckt aber saugeil. Milchig, schokoladig. Schmeckt sehr lecker. Bisher das Leckerste, Leute. Oh, Pikachu. Irgendwas mit Pikachu. Was ist denn das? Erstmal hier. Also, das. Willst du mich jetzt verpupeiern hier, oder wie? Willst du mich jetzt verklapsen, oder was hier? Das ist da für eine Scheiße? So ein scheiß Aufkleber oder was? Ja, hier. Keine Ahnung, wie der heißt. Der Spasti hier. Ich kenne mich nicht aus mit Pokémon. Noch nie geguckt übrigens. Noch nie geguckt. So, dann gucken wir jetzt mal hier rein. Alter, das ist ja. Warum geht denn die Scheiße nicht auf? Sieht ja ziemlich unappetitlich aus. Riecht nach Schokolade. Schmeckt aber gut. Also Cornflakes-mäßig. Die schmecken bestimmt auch geil mit Milch, kann ich mir vorstellen.
Okay, das sieht wieder so ähnlich aus wie diese Sternchen, die wir da gerade schon hatten. Mit Schokolade und Milch oder sowas. Ja, sieht auch interessant aus. Ja, unten so eine Art Keks. Und das Weiße ist so milchmäßig, aber wieder sehr milchig. Der schmeckt wirklich dolle nach Milch. Oh, ein Drink, geil. Nein, Fanta Peach oder was? Alter, wie cool. Das wäre natürlich geil, wenn das jetzt kalt wäre, ne? Aber ich muss es natürlich probieren. Uiuiui, Pfirsich-Fanta. Dass es jetzt von Fanta ist, hätte ich nie rausgeschmeckt. Es schmeckt wie eine Pfirsich. Schmeckt nach Pfirsich? Nach Pfirsich mit Kohlensäure. Süß, lecker. Kann man auf alle Fälle machen. Oreo Wafer Roll. Das sieht doch schon mal wieder interessant aus. Also immer ist irgendwas Geiles von Oreo drin. Oreos sind überall beliebt, wie es aussieht. Sind ja auch geil, ne? So, das sind solche Teile, die sonst wohl im Eis so drin sind. Kennt man ja, diese Eisröllchen. Gucken wir mal, wie die von Oreo sind. Ja, einen habe ich gerade zerpresst. Super. Supi. Zeig ich mal. Schmeckt lecker. Aber nicht nach Oreo. Nur noch eins oder was? Warte mal. Tatsache, nur noch eins, Leute. Und zwar Chips. Und zwar ist da Sushi abgebildet. Das ist schon mal nicht gut. Für mich zumindest. Ja, Seaweed Sushi ist der Geschmack. Das hört sich ja schon mal scheiße an. Geht aber. Schmeckt ein bisschen nach Krupuk. Krupuk. Ey, yo, Junge. Krupuk. Ja, schmeckt nach Krupuk. Kann man also machen. Das ist von Lay's. Lay's, Leute. Game over. Das war's schon. Die Box ist leer. Eigentlich finde ich die Box tatsächlich cool. Aber wie gesagt, es wird Zeit für ein bisschen Abwechslung hier auf diesem Kanal. Und aus diesem Grunde habe ich gesagt, tschüss, liebe Box. Die Weedbox ist auch deabonniert übrigens. Steht da auch noch einmal. Die kommt jetzt auch noch einmal, die Weedbox. Und dann war es das mit der Weedbox genauso, Leute. Dann kommen neue Sachen. Das war's schon mit dem Video. Vielen Dank an euch, liebe Leute. Liken nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen, selbstverständlich den Kanal abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns. Schinski.